Ja. Kaserne Kohl, schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. 15. literarische Frühling. Nein, der 12. Der 12., Entschuldigung. Ja. Also 12-mal Vergnügen. Ja. Hochklassige Literatur. Aber vor dem Vergnügen steht natürlich harte, harte Arbeit. Ein bisschen Arbeit steht davor, ja. Na, ein bisschen viel, ne? Ja. Jetzt war vorhin in dem Zusammentreffen ja schon mal die Rede, es gibt Autoren, Autorinnen, die immer wieder gerne kommen. Warum? Ja, weil wir, glaube ich, ein sehr gutes Setting für Autoren bieten. Wir haben einmal diese drei Hotels, die Autoren richtig gut verwöhnen können. Und wir haben aber auch vor allen Dingen ein ganz tolles Publikum, das darf man auch nicht vergessen, die nicht so, in den Großstädten, da sind die Leute ja verwöhnt, ne? Mhm. Da kommt ja jeder hin und da können die überall hingehen, aber sie kriegen keinen Kontakt zu den Künstlern. Ja. Bei uns ist das anders, bei uns kommt eben ein sehr, sehr interessiertes Publikum, weil das eben nicht jeden dritten Tag sowas passiert hier. Und der zweite Punkt ist, dass man aber auch näher an die Künstler rankommt. Und was die Künstler sehr, sehr mögen, ist, dass hier auch immer sehr viele Bücher verkauft werden. Also wir gelten als das Festival mit den meisten Bücherverkäufen, weil die Menschen das eben auch gut finden, dann das Buch zu haben. Und das finden natürlich wiederum die Autoren gut. Ja, ist natürlich so, sind ja selbst Publizistinnen und haben Lesungen gehalten, dass man die Verbindung zwischen Autorin, Autor und Buch und Publikum natürlich ganz anders ist, als wenn ein Literaturkritiker im Fernsehen, habe das Buch gelesen, es ist ein Telefonbuch. Ja. Nein, das Schöne ist eben, wir haben diese wunderbaren Orte, an denen die Lesungen stattfinden. Wir haben die schöne Landschaft, das kommt auch immer wieder vor, höre ich immer wieder auch von Autoren, Mensch, das ist ja eine tolle Gegend hier bei euch und so. Wir sind ja auch so ein schönes verstecktes Kleinod. Ne? Ja, liegen in der Mitte Deutschland, was immer vergessen wird. Also man kann von jeder Seite hier zu uns fahren. Aber in diesem Jahr zum Beispiel wieder erstklassige Autorinnen, Autoren, das muss man erstmal können, ne? Ja, klar, das muss man, man muss einfach fragen, man muss anfragen. Und also wir sind sehr, sehr happy, dass wir Hertha Müller, die Literatur-Nobelpreisträgerin, dieses Jahr haben. Das haben wir schon seit Jahren versucht, also mindestens seit 5 Jahren versuchen wir sie zu bekommen. Ja. Und das ist toll, wenn das dann endlich klappt. Ja. Die übrigens auch einen ganz spannenden Lebenslauf hat. Mhm. Und dann kann man mal sehen, wie die Verstrickung sein kann, wenn die Politik oder der Geheimdienst irgendeinen ruinieren will, wie schnell das geht. Genau, ne? Genau. Ja? Ja. Das zeigt ja Hertha Müller. Mhm. Daneben sind natürlich, und das war ja auch der Sinn des heutigen Treffens, unter anderem ganz viele Sponsoren wichtig, damit man dieses hochklassige literarische Festival überhaupt machen kann. Ja, das sind nicht unsere Sponsoren, das sind unsere Partner. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja einfach zusammen eine Koalition der Kreativen. Ja. Das Festival hätte nie so einen Erfolg bekommen, wenn es nicht diese starken Partner gäbe, diese tollen Unternehmen, die wir hier in der Region haben. Das für mich auch erst, ich habe das erst so richtig dadurch gemerkt, was wir für tolle Firmen hier haben. Ja. Die sehr, sehr viele Firmen Unternehmer geführt, das heißt, die können auch selbst entscheiden. Und insofern, also ja, das ist eigentlich eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen uns. Sie selbst, wie ich auch, waren jahrelang weg aus der Region, in aller Welt, Gott weiß wo. Und man ist gerne wieder zurückgekommen. Ist das hier auch so? Also Sie sind ja hier auch verwurzelt. Kommt man gerne zurück und sagt so, jetzt hier habe ich meinen Ruhepol und hier kann ich aber auch zum Beispiel mit Ihrem Romantikhotel, Ihrem Land, Bärenmühle, das wäre so, wo man sagen kann, hier kann ich das ausleben, was ich vielleicht in 20 Jahren woanders eigentlich vermisst habe, Gastfreundlichkeit, also ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang an schönen Orten gelebt und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich war ja 10 Jahre in Rom und ein paar Jahre in Hamburg und sonst wo. Aber für mich war das dann auch irgendwann der Punkt, bin gerne wieder zurückgegangen in die Heimat. Und als ich dann hier war, habe ich gedacht, so, was machen wir denn jetzt hier? Und mit dem Festival sage ich immer, so macht Heimat Spaß. Ja, das finde ich auch. Christiane Kohl, vielen Dank. Vielen Dank.